Wir haben so viel gehört über The Internet of Things und Wearables und sowas. Und ich möchte mich dem natürlich anschließen und gleich was zeigen und kurz vorstellen, was ich mir mal gebaut habe. Das Ding heißt AirPi oder AirP. Und das ist eine kleine Wetterstation. Mal sehen, ich muss mal. Oh, es geht. Das ist so eine kleine Wetterstation. Und das ist von zwei englischen Oberstufenschülern im Grunde entwickelt worden, zusammen mit dem Lehrer und noch ein paar Leutchen, mit der Absicht, Wetterdaten und Umweltdaten aufzuzeichnen und dann irgendwie weltweit möglichst sichtbar zu machen. Das heißt, man baut sich so ein Ding, stellt das irgendwo in seinen Garten, wendet das über Xively oder Xively an so eine internationale Plattform an, die Daten zeigt und visualisiert und hat dann ein wunderschönes Projekt, um zu zeigen, wie warm es ist, wie feucht es ist, was es alles gibt, Sonnenschein und so weiter. Die haben eine sehr schöne Homepage. Da tut sich nicht so viel, aber auf deren Forum, was dazu gehört, da tut sich eine ganze Menge. Es gibt inzwischen verschiedene Varianten von der Platine. Ich habe mir damals die Version 1 beim Chinamann machen lassen. Das waren nur ein paar Mark für ein paar Stück. Und da sind Temperatursensoren, relative Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Helligkeit, UV-Wert. Das gibt es heute bei den modernen Dingern nicht mehr. Ein Gassensor, der wird vorsichtshalber als Gassensor bezeichnet. Smoke Level, ich habe das Ding eigentlich intern immer MIF-Sensor genannt. Ich werde auch gleich noch zeigen, warum. NO2, CO und dann gibt es auch noch ein GPS-Modul. Wer das also alles bestücken will und viel Geld ausgeben will, der kann das tun. Die Sache ist nicht ganz preiswert und an meinem Modell kann man sehen, ich habe auch nicht alles bestückt. Also ein GPS-Modul habe ich mir geschenkt. Ich weiß, wo ich wohne. Und, auch ohne Navi. Oh, ja, das Navi ist im Auto. NO und NO2 und CO habe ich mir auch geschenkt, aber den MIF-Sensor, der war relativ preiswert mit 15 Euro. Den MIF-Sensor wollte ich nun gerne haben, um mal ausprobieren, was es ist und wie das funktioniert. Die Platine selber ist relativ überschaubar, wie man sieht. Sie ist doppelseitig, alle Bauteile sind bedrahtet. Bei der neuesten Version soll es jetzt ein SMD-Bauteil geben, das ist irgendwie auf die Unterseite schon gebraten worden bei der Herstellung. Allgemein herrscht aber Platinenmangel. Also wenn man im Forum rumguckt und so will das nachbauen, das ist etwas schwierig. Es gibt kaum Platinen zu kriegen. Wie gesagt, Schaltung ist übersichtlich. Ein Sensor ist über einen I²C-Bus angebunden. Das ist auch übersichtlich. Der feuchte Sensor, der berüchtigte DHT22, wer ihn kennt, der wird ihn schätzen. Der erste Schwächeanfall im Auditorium. Wer den DHT22 kennt, der wird ihn schätzen. Alles andere sind nichts weiter als einfache Spannungsteiler. Man hat also, wie hier bei dem LDR zu sehen, einen Festwiderstand und den LDR. Und dann guckt man einfach, je nach Beleuchtungsstärke ändert sich der Widerstand. Und dann ist das das Maß, ein Maß für die Helligkeit. Software ist in Python 2 geschrieben, recht überschaubar, ganz schön gemacht. Und es gibt jede Menge Forks inzwischen davon. Ich habe nur aufgeführt einmal eine Variante, bei der die Daten auf dem Raspi gespeichert werden mit einer Round-Robin-Datenbank, Tage, Wochen, Monate. Ich bin da nicht so der Fan. Ich habe schon eine Sammlung von defekten SD-Karten, die ich alle vollgeschrieben und verschrieben habe. Dann gibt es noch eine Variante mit Onboard-Speicherung auch und mit einem kleinen Webserver. Da ist also dann gleich der kleine Webserver mit auf dem Raspi drauf. Das macht sich sehr schön. Und im Forum ist noch eine ganze Menge an weiteren Möglichkeiten, Änderungen und eigenen Lösungen beschrieben. Die Software ist ganz schlicht und einfach modular aufgebaut. Es gibt die Outputs, es gibt die Sensoren, das eigentliche Programm natürlich und dann die Konfigurationsdateien. Ich habe mal eine als Beispiel rausgenommen, die Outputs-Config. Da kann man sehen, Print, File Name Print. Es gibt also einen File, der heißt Print. Der sagt, gibt die Daten auf der Konsole aus. Das Log habe ich abgeschaltet, Xively habe ich abgeschaltet und ich habe unten Emon CMS, zu dem komme ich gleich noch, eingeschaltet. Das ist meine eigene Lösung, um die Daten anzuzeigen und zu speichern. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich mit der Software angefangen habe zu spielen, war, die große While-Schleife aufzulösen und einen Cron-Job einzurichten. Denn der Raspi, der war am Hecheln, der war nur am Arbeiten und kam überhaupt nicht zur Ruhe. Und abbrechen konnte man ihn auch mit Ctrl-C nicht in allen Fällen. Also das war ziemlich hartleibig, das Ding. Ich habe dann also das erstmal auf den Cron-Job umgestellt. Das ist offensichtlich auch häufig nachgemacht worden. Es hatte keinen Sinn, es war also unmöglich. Und jetzt hat man auch noch ein bisschen mehr von dem Raspi. Er ist also nicht nur mit dem Thema befasst, sondern alle Minute guckt er mal kurz nach den Daten und schreibt sie weg und ist dann wieder frei für andere lustige Spielchen. Lokale Speicherung, gut, ich hatte das erwähnt, meine Sammlung von kaputten SD-Karten, die ist schon recht ordentlich, da brauche ich keine mehr zuzufügen. Keine Daten zu Xively, okay, das muss ich auch nicht erläutern nach dem Vortrag eben.
Ich habe das auf dem lokalen Server und damit landen die Maschinen, die Daten auf der eigenen Maschine und bleiben bei mir zu Hause. Das ist mal so ein Bild, eine Momentaufnahme mit der Software von Immon.cs. Man sieht also die Temperatur, die Feuchte, die Helligkeit. Und da kann man schon sehen, die Helligkeit, nicht? Einfach nur der Spannungsteiler gemessen, was immer das bedeutet. Ich habe das an hellen Sonnentagen bis zu 600.000 hochgekriegt in der Kombination mit dem Widerstand. Und das war, glaube ich, bei mir auf dem Schreibtisch mit der Lampe. Wenn jetzt einer denkt, ich sei ein Maulwurf, na gut, das war ziemlich düster. Luftdruck, der ist relativ gut mit der Messung. Smoke Level ist der MIF. Und UV, na gut, also nachmittags in meinem Zimmer UV. Es sollte mich irritieren, wenn da was wäre. Dann wäre ich doch arg verblüfft und hätte vielleicht sogar Angst. Und das ist dann mal eine Visualisierung, wo ich dann Folgendes gemacht habe. Ich habe einfach mal die Daten über längeren Zeitraum aufgezeichnet. Das hier ist ein Tag. Und zwar, das Gerät war eine ganze Zeit ausgeschaltet. Das sieht man an der Geraden, da wo es in die Gerade übergeht, habe ich ausgeschaltet. Und da, wo die Gerade endet und die Pike mit der Feuchtigkeit ansteigt, da habe ich es wieder eingeschaltet. Also in der Zeit dazwischen, in den 12 Stunden, war der Kasten aus. Und in den beiden oben sieht man Luftdruck und Feuchtigkeit und Temperatur, und in den beiden unteren Grafiken sieht man einmal die Entwicklung des Luftdrucks und dann auch den MIF. Immer wenn die Pike hoch ist, habe ich gelüftet, wenn die Pike runter war, habe ich lange nicht gelüftet. Also es ist keine Messung, aber es ist interessant als Tendenz. Die Lüftung hat sich daran orientiert, an den Messungen? Nee, bei mir wird nichts gesteuert, sondern nur abgeholt und geguckt. Aber ich steuere mein Haus nicht. Ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Das ist eigentlich das Wesentliche. Ich habe damit gebastelt. Ich kann nicht programmieren. Ich habe das gelernt zu einer Zeit, als es noch Lochkarten gab, auf einer IBM 1160. Das war so 75 ungefähr in meinem Studium. Deswegen habe ich da viel geübt und deswegen erwähne ich das. Das war ein bisschen mühselig für mich, hat deswegen besonders viel Spaß gemacht. Dann natürlich die Auseinandersetzung mit dem Thema selbst. Der Apparat zeigt 27 Grad Umgebungstemperatur an. Da muss man sich fragen, wie kann das sein? Natürlich wird er von dem Raspberry, ich habe das Ding mitgebracht, von dem Raspberry darunter selbst miterwärmt. Also ist die Temperaturmessung, sage ich mal, wenn man da nicht irgendwas separiert, vielleicht auch ein bisschen bedenklich. Das Gleiche ist mit der Lichtmessung. Wenn das Ding auf der Fensterbank steht und der UV-Sensor sogar beleuchtet wird und der Lichtmesser beleuchtet wird, dann ist natürlich die Temperatur überhaupt nichtssagend. Denn wenn die Sonne direkt auf den Temperatursensor scheint, dann ist das natürlich, hat das nichts mit der Realität zu tun. Ich habe mich dann da ein bisschen mit befasst, ohne der Weltmeister zu werden, wie Herr Schrader. Wikipedia gab da einiges und die Thermohütte war für mich, also ich hatte mal sowas gesehen, so einen weißen Kasten mit Lamellenfenstern, Lamellentüren an allen Seiten. Das war für mich auch ein neues Ding, über das ich erstmal nachdenken musste. Das hat mir aber viel Spaß gemacht. Ich habe noch was zum Wetter dazugelernt, außer dass man zum Himmel guckt und sagt, aha, da kommt schlecht Wetter, zieht eine dicke Jacke an, nimm die Lappen weg. Der Nachbau ist recht einfach und sicher. Insofern ist das ein Projekt, denke ich mal, für Schulen oder auch für Schüler oder für Projektgruppen, wo man ein bisschen löten lernen kann. Da kann man nicht viel anstellen. Also bei den Lötstellen, wer die Lötstellen nicht zustande bringt, der kann es wirklich nicht. Das ist kein Problem. Die Software ist sicher. Wenn man die Standardsoftware nimmt und sich runterlädt, ist sie sicher. Aber man kann natürlich beliebig daran rumspielen und erweitern. Man hat viele Konfigurationsmöglichkeiten und es gibt eine hochinteressante Seite, das ist unten der Link. Ich zeige die Links nachher nochmal. Da befasst sich jemand mit der Auswertung dieser Daten. Der hat sich also hingesetzt, hat gesagt, wenn der Spannungsteiler so ist und der lineare Bereich des Widerstandes ist da, dann müsste man also das und das so machen und dann gilt die Temperatur oder das Licht, der Lichtanfall oder auch die UV-Anzeige, dann gilt das. Denn so ist das alles nicht kalibriert. Ja, noch ein paar technische Probleme oder Punkte. Es ist kein Messgerät. Darüber muss man sich klar sein. Es ist kein Messgerät. Man kann bei dem Luftdrucksensor von Hand einen Parameter zugeben, nämlich die Höhe über Meeresspiegel, was weiß ich, 13 Meter. Das ist alles, was es an Kalibrierung gibt. Wenn der also von Bosch nicht schön gemacht worden ist, dann spinnt der Vogel.
Und das ist natürlich viel gravierender noch, wie ich schon sagte, bei der Temperaturmessung zum Beispiel oder auch bei der Luftfeuchtemessung. Also dieser DHT22, der da drauf steckt, der hat irgendwie Schwierigkeiten und kriegt das nicht ganz hin. Wir haben im Augenblick hier gemessen 25% Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung. Es sind also Tendenzdarstellungen, das muss man einfach sehen und es gibt kaum Kalibrierungsmöglichkeiten. Schwierig ist das auch ein bisschen, die Geschichte zu trennen. Der Raspi ist über so eine 26-polige Leiste mit dem AirPi Shield verbunden. Jetzt kann man natürlich ein Flachbandkabel dazwischen machen, dann kommt man irgendwann an die Grenzen des I²C-Busses mit 50 cm vielleicht. Dann ist die Erwärmung nicht mehr so direkt. Aber die einzelnen Sensoren müsste man vielleicht auch noch von der Platine trennen, denn der UV-Sensor muss natürlich in die Sonne, während der Temperatursensor eigentlich in diesem Wetterhäuschen sitzen sollte. Insofern ist das ein bisschen schwierig und deswegen kein Messgerät. Die Temperaturmessung beeinflusst durch die Eigenerwärmung des Raspi, hatte ich gesagt. Das ist klar, direkt darunter sitzt das Gerät und heizt die Leiterplatte auf. Und der UV-Sensor, der sollte natürlich gerne ans Fenster, während der Temperatursensor das natürlich nicht sollte. Insofern ist es ein bisschen mehr ein Anzeigegerät mit Tendenzdarstellung. Und was noch ein bisschen problematisch ist, alle diese Sensoren, also die teuren Sensoren, Gas, NO und NO2 und CO, müssen beheizt werden, damit sie funktionieren. Das heißt, es ist etwas schwierig, so ein Ding zum Beispiel in eine Plastikdose zu verpacken und mit einem kleinen Akku auf den Rasen zu stellen, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Das macht der Akku nicht lange mit. Die saufen, glaube ich, 20 bis 30 mA nur an Heizstrom, damit diese Sensoren überhaupt arbeiten können. Ich bin da kein Fachmann, aber es geht nicht ohne Wärme. Ja, ich habe hier nochmal ein paar Links zusammengefasst. Einmal der oberste Link führt direkt auf die Seite des Projektes. Wie gesagt, von diesen beiden jungen Schülern. Die sind beide nicht mehr auf der Schule, soweit ich weiß, ist der Tom Hartley auf der Uni. Von der jungen Dame weiß ich nichts. Das Forum ist, wie gesagt, gut besucht. Wer sich dafür interessiert oder Lust hat, sowas nachzubauen, da findet man eine ganze Menge interessanter Dinge. Und dann, wie gesagt, die dritte Zeile von oben zeigt den Link zu den Menschen, der die sich physikalisch damit unterhalten hat oder auseinandergesetzt hat, wie sind die Sensoren, wie arbeiten die Sensoren und wie sind sie vielleicht zu kalibrieren oder wie sind die Werte zu interpretieren. Software, einige Varianten für die verschiedenen Raspi oder AirPi-Varianten und unten habe ich nochmal kurz aufgeführt, Open Energy Monitor oder Emon CMS, das ist die Software, die ich nutze zum Visualisieren. Ich hoffe, das war so erschöpfend, dass keine Fragen sind. Also der Apparat steht hier auf dem Tische, man kann sich das angucken, das Ding. Das ist also wie gesagt ein Raspi mit eben dieser kleinen Platine drauf. Und es ist kein großes Projekt, aber so ein Weekender, wie man so schön sagt, und eigentlich ganz lustig und ganz fröhlich. Und wie gesagt, für junge Leute, für eine Klasse, für, was weiß ich, eine Jugendgruppe oder so, sicherlich ein dankbares Projekt, weil es weit über das hinausgeht, was man mit so ein bisschen Programmieren, ein bisschen Löten macht. Das beides bitte in Anführungszeichen. Sondern weil man sich auch mit anderen Dingen auseinandersetzen muss, Wetterphänomenen ganz allgemein. So, wenn keine Fragen sind, schönen Dank. Ja, nochmal kurz zu den verschiedenen Sensoren. Dieser Sensor ist für Luftdruck und Temperatur zuständig. Dieser Sensor für UV, Licht und, was ich den MIEF-Sensor nannte, der Sensor für den Smoke-Level. Dieser Baustein ist ein Operationsverstärker, der dazu dient, die sehr geringen Spannungen aus dem UV-Sensor so weit zu verstärken, dass sie über den Digital-Analog-Wandler, den wir hier sehen, gewandelt werden kann und dann zum Raspi durchgereicht werden kann. Diese beiden Stellen habe ich nicht bestückt. Da sitzen die Sensoren für NO2 und CO und hier oben in der Ecke, dieses große Feld ist vorgesehen für den GPS-Sensor, auch das ist nicht bestückt, da ich weiß, wo ich wohne.